Ich würde aber sagen, wir räumen das hier einmal kurz um. Take all. Kann ich noch laufen? Ja, super. Weil da haben wir die beiden sonstiges Kisten nebeneinander. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Head, Irrigation Pipe, Irrigation, Irrigation, Irrigation. Mein Gott, was habe ich mir da alles eigentlich jetzt geholt? Das ist unfassbar. Drop Item, Drop Item. Was ist das eigentlich? Specimen Implant. Okay, interessant. Das ist dieses Ding, was wir hier im Arm haben, was so schön leuchtet, womit wir craften. Wobei ich aber immer noch nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Auch offenbart sich mir die Story von Ark noch nicht wirklich. Ich bin mal gespannt, ob wir es noch herausfinden. Erster Hinweis, den ich ja noch bis jetzt so für mich gezogen habe, ist ja dieser Ort, an dem wir die Brutmutter beschwören können. Das scheint es... Das heißt, das Ganze scheint hier so eine Art Kolonie oder sowas ähnliches irgendwie zu sein. Genau sagen kann ich das auch noch nicht, aber mit irgendwie so einer Kolonie, so ein Exil, so ein neu besiedelter Planet, wo irgendwie so ein paar Menschen irgendwie abgesetzt werden, um den zu besiedeln. Oder ist es auch eine, irgendwie so eine Art von hochmodernem Gefängnis, wo sozusagen Sträflinge, sozusagen so eine Art Exil, wo Sträflinge halt sozusagen hingeschickt werden und dann halt überleben können oder halt auch nicht, je nachdem. Ich weiß es nicht. Einziger Anhaltspunkt ist bis jetzt echt diese Brutmuttergeschichte. JD, doch nicht direkt vor meine Füße. So wirklich. Das muss ich gleich mal aufsammeln hier. Oh, was hat der denn alles dabei? Krieg ich das überhaupt alles mit? Kann ich noch laufen? Ja, aber nicht mehr gut. Okay. Ja, das Restholz einmal kurz dahin. Das kommt mit. Hält der Fertilizer noch? Der Fertilizer hält noch, aber ich werde trotzdem einmal nachdüngen. 18.000, 17.000, 16.000, 16.000, okay. Ja, so, da. Gedüngt. Wachsen die irgendwie auch mal? Hm. Dauert irgendwie ganz schön lange. Oh, wir haben den ersten Fertilizer. Oh, wie cool ist das denn? Es hat funktioniert. Da bin ich gerade auf den nicht vorhandenen Kisten gelaufen. Das sah sehr toll aus. So, was kommt denn hier noch rein? Fetch-Dingen, Fetch-Dingen. Zwei Water-Skins und der Hide-Sleeping-Bag. Ist die Kiste auch schon wieder voll? Verdammt, wie geht denn jetzt mit den Lagerfeuern hin? Wir brauchen mehr Kisten, wir brauchen mehr Kisten. Kann ich eine craften? Ha, kann ich. Das ist ja Luxus. Passt hier vielleicht noch eine hin und hier. Die stehen aber arg verschwenderisch da. Naja. Access Inventory, Chitin. So. Der Rest ist alles verderbliches Zeug und muss hier rein. Zack, 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 zack. Genau, die sonstiges Kisten sind voll. Das heißt, die Campfire müssen hier rein. Steht aber auch ein bisschen schief. Naja, gut. Hatte ich dich zu Ende ausgeladen? Hatte ich. Und du? Nicht. Kann ich noch laufen? Mehr oder weniger. Uns ist warm. Da kann man ja was gegen tun. Wir gehen uns mal kurz ein bisschen erfrischen. So, Wasserschläuche voll. Und ist sofort wieder so übertrieben warm? Wie warm ist es denn? Temperature 38 Grad. Ja, okay. Das lasse ich gelten. Wir werden hier gerade gegrillt. Ich habe keine Ahnung, ob das an einem gewissen Punkt gesundheitlich bedenklich wird.
Also hier geht's im Haus. Ja, im Haus ist es nicht mehr ganz so warm, das ist gut. Ist nur noch zu warm, nicht lebensgefährlich warm. Okay. Okay, jetzt doch. Oh, das ist ja nervig. Sieht cool aus unter Wasser. Ich hoffe, das Unterwasser wird noch ein bisschen ausgebaut. Oh, das ist doch gerade... Selbst im Wasser ist uns noch heiß. Selbst unter Wasser. Das ist doch... Guck, wie lustig sie die Steine da gerade in der Oberfläche spiegeln. Okay, bevor hier ein Piranha auf die Idee kommt, uns anzuknabbern. Access Inventory. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Risiko. Weil... Selbst wenn wir jetzt umkippen, wäre kein Problem. Wir würden hier respawnen und könnten unseren Scheiß direkt gleich wieder einsammeln. Von daher... Vielleicht bedeutet das Heißsein auch nur, dass wir einfach mehr Wasser verbrauchen. Also schneller dehydrieren sozusagen. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Kollege, dir ist warm. Kann ich jetzt nicht ändern. Finde ich damit ab. Vielleicht wären wir noch einfach nur bewusstlos. Ich weiß es nicht. So. Können wir uns nicht einfach kurz in den Kühlschrank setzen? Ich meine, es ist doch kalt. Ich meine, schon gemütlich im Kühlschrank setzen zum Bären und zu dem rohen Fleisch und einfach im Kühlschrank sitzen warten, bis es wieder kalt ist. Klingt nach einem Plan, finde ich. So, und das letzte Stück Holz. Das letzte Stück Kennholz, sollte ich besser sagen. So. Ja, Kollege, es ist warm. Finde ich damit ab. So, was brauchen wir für eine Wooden Ceiling? Fetch Fiber Wood. Okay. Fiber, nehme ich mal das mit. Das müsste reichen. Fetch. Zack, zack. Und... Livewood. Ja, mir ist zu warm. Ich bin encumbered. Meine Fresse, noch eins. Stellen wir jetzt mal 6 Wooden Seedings her. Moment, ich trinke einmal kurz was. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. So, mal gucken, an was es jetzt noch fehlt. An Wood. Dann nochmal eine Wooden Ceiling. So. Wird's noch wärmer? 41 Grad. Was ist denn hier los? Sind wir hier in der Sauna oder was? Ist ja unfassbar. Die klatscht aber auch irgendwie mehr schlecht als recht hier ran, die Dinger. Naja. Zack. Ein bisschen Schatten für die Dodos. Bauen in der prallen Mittagshitze. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Meh, da ist der Stein im Weg. Ich will so einen schönen Rundgang bauen. Okay, wir brauchen noch 1, 2, 3 Wooden Ceilings. Und der Stein hier muss weg. So, schön in der prallen Mittagshitze Stein hacken. So muss das. Bam. Bam, FPS-Einbrüche. Nein. Okay, wir haben noch diese Steine hier als symbolische Mauer. Das ist gut. Jetzt haben wir so noch ein bisschen offenes Gelände. Könnte man hier noch was drunter platzieren, fällt mir gerade auf. Haha. Ist ja super. Was hatte ich jetzt gesagt, wie viel wir noch brauchen? 3. Wie viel kann ich jetzt craften? Wooden Ceiling, Wooden Ceiling, Wooden Ceiling. 2, okay. Zu wenig auf jeden Fall. Wooden Ceiling. 1, 2, 3.
Danach brauchen wir auf jeden Fall Wooden Walls. Mal gucken, ob das am Ende so aussieht, wie ich mir das denke. Sicher, wir müssen noch Level up vergeben. Sind wir schon wieder gelevelt oder ist das immer noch das gleiche von eben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ha, jetzt können wir sogar hier so drauf hüpfen. Ist ja cool. Wooden Wall. Da ist sie. So, mein Gedanke war jetzt, das hier sozusagen noch an den vier Ecken zu machen und dann nochmal rundherum zu überdachen. Wie so eine Veranda halt. Das dürfte uns dann auf jeden Fall noch mindestens ein Level up bescheren. So. Sieht allgemein, finde ich, ganz cool aus so. Aber irgendwie stört mich das ein bisschen, dass die Böden hier so ein bisschen so schräg sitzen. Okay, wir sind gelevelt. Was brauchen wir denn mal, würde ich sagen? Health sieht erstmal ganz gut aus. Midi Damage, ja. 16 Engram Points, das ist sehr schön. Hatte ich irgendwas vor, was ich kaufen wollte? Feeling Tough, nein. Dinosaur Gateway, Dinosaur Gate, Wooden Pillar, das war es alles nicht. Refining Forge. Refine, ich weiß gar nicht, was Refine auf Englisch heißt. Wir könnten schon jetzt schon die Stone Engrams lernen, aber... Wooden Window Frame, das ist ja mal interessant. Wooden Catwalk, Wooden Trapdoor, Dinosaur Gateway, Reinforced, verstärkte Holztür. Oh, hier unten kommt neues Werkzeug. Oh, wir kriegen hier eine Armbrust, wie geil ist das denn? Bücherschrank, Reinforced Dinosaur Gate. Guckt auch mal, Leute, was jetzt hier noch alles an Engrams kommt. Bis Level 60, 65, Level 65 kommen mir die ganzen Engrams. Oh, da kommt noch einiges auf uns zu. So, Raptorensattel hätte ich ja schon mal Bock drauf. Das mache ich jetzt einfach mal. Haben wir schon Spark Powder gelernt? Nein, Spark Powder müssen wir noch lernen. Manchmal so ein paar kleinere Sachen hier. Gunpowder können wir auch nochmal lernen. Und noch irgendwas anderes für 2 Points. Trike Sattel können wir auch mit dem nächsten Level up mal lernen. Unlearn Tank Arrow. Narkotik, haben wir schon Narkotik gelernt? Nein, verdammt, das brauchen wir auch noch. Okay. Dann spare ich mal lieber die Engram Points. Wir können auf jeden Fall einen Raptorensattel herstellen. Das ist immer sehr schön. Raptor Saddle. 110 Leder. Alter Schwede. Ich hoffe, der ist es wert. Gut, wir haben das Material. Das ist jetzt nicht das Problem. 110 Leder. Alter Schwede. Das geht ja mal gar nicht. So, Esmeralda, komm mal her. Wir haben gesattelten Raptor. Oh, ist der schnell. Alter Schwede. Nicht schlecht. Ein schöner Sprinter. Ich glaube, den nutzen wir, wenn wir mal so auf Erkundungstouren gehen. Hast du noch zu essen, meine Gute? Hat sie. Sehr schön. Was läuft denn als erstes ab? Das. Okay, dann drehen wir es einmal so rum. Drop Item. Dann sehen wir, wie sieht unser Haus jetzt aus. Don, lass mich durch. Ja, sieht auch ein bisschen unfertig aus. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig.
wir haben noch so viel zu tun in diesem Spiel. Es ist unfassbar. So, ich glaube, ich beende aber auch die... ich beende die Aufnahme. Moment, ich rehydriere mich einmal kurz. Irgendwelche Piranhas, die wir kurz jagen können hier? Nein, die haben wir alle ausgerottet. Ist auch nicht schade drum. Wasserschläuche füllen. So. Dann kletter ich noch einmal auf unsere wunderschöne Konstruktion hier. Ich weiß nicht, ob es geht. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal die Aufnahme. Wir haben ja einiges geschafft. Wir haben die Promenade oder Veranda oder wie auch man das nennen will, für unser Haus fertig gemacht. Wir haben mit den Wänden angefangen und wir haben einen Raptorensattel hergestellt. Der scheiße teuer. Wenn der schon 110 Leder verbraucht, will ich gar nicht wissen, was die anderen Sättel fressen. Naja. Auf jeden Fall, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, ciao.